Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei der aktuellen Ausgabe Ihres Regionalmagazins hier bei uns bei Muldental TV. Und heute bin ich mal wieder da und ich habe mich sehr, sehr darauf gefreut. Aufgrund der Kontaktsperren der letzten Wochen war es etwas schwieriger, ins Studio zu kommen. Und meine Kollegin Astrid Sonntag war hier sehr, sehr präsent. Dabei vielen, vielen Dank nochmal an die Astrid. Hat viel, viel gute Arbeit geleistet und jetzt muss sie sich mal ein bisschen ausruhen. Deswegen bin ich wieder da und kündige Ihnen die Themen der aktuellen Ausgabe an. Bei uns im Studio war der Landtagsabgeordnete Kirmes im Gespräch. Für die Kinder hat Detlef Rothe mal wieder ein Märchen bereit und wir zeigen Ihnen Neues aus unserem virtuellen Kaufhaus. Damit Zeit für die Nachrichten. Herzlich willkommen zu den Nachrichten, hier die Meldungen. Landesdirektion Sachsen informiert über den Arbeitsstand bei Hilfsprogrammen. So ist sie im Rahmen der zahlreichen Hilfsprogramme zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie auch für die Auszahlung von Unterkunftszuschüssen für Arbeitgeber tschechischer und polnischer Einpendler im Bereich des Gesundheitssektors sowie der systemkritischen Infrastruktur zuständig. Laut Direktionspräsidentin Regina Kraushaar gingen für das Hilfsprogramm für Pendler seit seinem Start am 27. März bereits 89 Anträge für insgesamt 321 Arbeitnehmer aus den Nachbarländern ein. Aber auch für 41 mitreisende nahe Angehörige wurde ein Unterkunftszuschuss beantragt. Von 89 Anträgen konnten bereits 61 mit einer Gesamtsumme von 368.820 Euro bewilligt und ausgezahlt werden. Entschädigungsleistungen nach dem Infektionsschutzgesetz. Auch hierfür zeichnet die Landesdirektion Sachsen verantwortlich. Hierbei sind bisher rund 3.300 Anträge eingegangen. Etwa 200 Anträge betrafen Entschädigungsleistungen für Eltern, die aufgrund von Schul- und Kitaschließung ihre berufliche Tätigkeit nicht ausüben können. Das betrifft auch Verdienstausfälle von Selbstständigen. Um das hohe Aufkommen zu bewältigen und schnell zu handeln, hat die Landesdirektion Sonderarbeitsgruppen für jede der Unterstützungsmaßnahmen eingerichtet. Corona und auch das noch. Die afrikanische Schweinepest rückt erneut näher. Somit muss Sachsen wieder seine Präventivmaßnahmen verstärken. In Westpolen werden im Rahmen der Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest weiterhin immer wieder Wildschweinkadaver gefunden und positiv auf die Tierseuche getestet. Der westlichste Fundort ist nunmehr nur noch gut 10 Kilometer von Sachsen und Brandenburg entfernt. Damit verstärkt der Freistaat Sachsen seine Präventionsmaßnahmen, die am 16. April 2020 in Kraft traten. Dazu gehört zum einen die Verpflichtung in ganz Sachsen, Fallwild-Wildschweine, Unfallwild-Wildschweine und krankerlegte Wildschweine dem zuständigen Veterinäramt zu melden. Die Tierkörper müssen auf afrikanische Schweinepest getestet werden und anschließend unschädlich über die Tierkörperbeseitigungsanlage entsorgt werden. Grimma ist bunt. Und das trotz oder gerade in Corona-Zeiten. Deutlich macht dies auch eine ganz kreative Idee, an der jeder an der Pöppelmannbrücke teilhaben kann. Täglich wachsend findet sich hier eine Steinkette. Hoffnung, Glück, Mutmacher, diverse bunte Steine, jeder mit einer persönlichen Geschichte und Botschaft. Ein Zufallsprodukt, welches nun mittlerweile für ein Schmunzeln in Krisenzeiten und auch für ein klein wenig Hoffnung sorgt. Denn auch aktuell gibt es viele schöne Dinge, die passieren und zeigen, dass die Menschen trotz Abstand zusammenwachsen. Trinkwasserqualität kann leiden. Und das durch die vielerorts durch Corona angeordnete Ruhe in öffentlichen Gebäuden. Denn seit Wochen ruht das öffentliche Leben weitgehend. Schulen, Kindertagesstätten, Freizeiteinrichtungen, Museen, Fitnessstudios, Hotels und Gaststätten sind mehr oder weniger geschlossen. Somit wird in diesen Gebäuden kein Trinkwasser benötigt und die Hähne bleiben zu. Nun dürfen teilweise die Räume wieder genutzt werden oder werden bald wieder intensiver genutzt. Dabei sollte man die Trinkwasserqualität im Auge behalten, denn die kann in der Ruhepause leiden, weil keine Bewegung in den Leitungen ist. Eine ganz einfache Maßnahme, die auch das Umweltbundesamt empfiehlt, den Wasserhahn an sämtlichen Entnahmestellen aufdrehen und das Trinkwasser einige Minuten ablaufen lassen, bis es sich angenehm frisch anfühlt und seine Temperatur gleichbleibend ist. Grundsätzlich sollte man in ungenutzten Gebäuden oder Gebäudeteilen regelmäßig dafür sorgen, dass der Wasseraustausch erfolgt, um eine Keimung des Trinkwassers, das in den Leitungen steht und nicht genutzt wird, zu vermeiden. Und das mindestens einmal pro Woche.
Das Schutzmaskengebot gilt auch für die sächsische Polizei. Laut Landespolizeipräsident Kretschmer geht die Polizei mit gutem Beispiel voran. Dem Beschluss der sächsischen Staatsregierung, dass ab dem 20. April im Freistaat Sachsen im öffentlichen Nahverkehr sowie im Einzelhandel eine entsprechende Mund-Nase-Bedeckung zu tragen ist, wird auch die sächsische Polizei bei ihrer täglichen Arbeit, wo immer es möglich ist, Rechnung tragen. So sind die Bediensteten der sächsischen Polizei ab dem 20. April angehalten, den dienstlich gelieferten textilen und waschbaren Mund-Nasenschutz, die sogenannte Community-Maske, grundsätzlich bei Bürgerkontakten zu tragen. Auch unter den Kollegen im Innendienst wird das Tragen dringend empfohlen. Wertstoffhof öffnet wieder am heutigen 21. April in Wurzen. Nach Auslaufen der sächsischen Corona-Schutzverordnung wird die KELL GmbH in Absprache mit dem Landkreis Leipzig ihre Wertstoffhöfe schrittweise und zunächst abweichend von den regulären Öffnungszeiten zu bestimmten Terminen in der Zeit von 9 bis 17 Uhr wieder öffnen. Es wird darauf hingewiesen, dass die geöffneten Wertstoffhöfe nur unter Beachtung der weiterhin geltenden Pandemiebeschränkungen betrieben werden dürfen. So müssen zum Beispiel Abstandsregelungen eingehalten werden. Der Zutritt zum Wertstoffhof ist nur allein bzw. mit einer im gleichen Haushalt lebenden Person gestattet. Weiterhin ist der Zutritt zum Wertstoffhof abhängig von den Platzverhältnissen auf maximal 3 Anlieferfahrzeuge gleichzeitig beschränkt. Bitte informieren Sie sich vorher auf der Webseite www.kell-gmbh.de. Stadt legt Blühstreifen an. Das tun derzeit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofes. Dabei verfolgen sie auch neue natürliche Pflanzkonzepte, um Schmetterlingen, Hummeln und Bienen und anderen Insekten zu helfen. Bauhofleiter Stefan Schuricht sagt dazu: Wo es sich anbietet, setzen wir auf eine naturnahe Bepflanzung durch wilde Wiesen und eingesäte Blühstreifen. So wurden zum Beispiel an der Waldgrabenpromenade Wildblumenmischungen aus Boretsch, Steinkraut, Natternkopf, Kokardenblume, Gold, Lachs, Mohn, Wiesensalbei, Gartenbaldrian und weiteren 40 Sorten eingesät. In Baren, Kornewitz, Nerchau und Skurzitz gibt es sogar Privatinitiativen, die an der Aktion Schmetterlingswiese teilnehmen. Mehr dazu findet man auch im Netz unter www.schmetterlingswiesen.de. Damit, meine Damen und Herren, kommen wir zu den Wetteraussichten für die nächsten Tage. Der Start der Woche war ja schon sehr schön und sonnig. Am Mittwoch sind viele Wolken am Himmel und es wird windig. Das alles bei Temperaturhöchstwerten von 17 Grad. Nachts sinkt das Quecksilber auf 4 Grad. Ja, und am Donnerstag wird es dann noch etwas wärmer, denn es werden bis zu 19 Grad erwartet. In der Nacht wird es dann frisch bei Tiefstwerten um die 3 Grad. Der Freitag soll auch sehr freundlich werden. Das Thermometer steigt auf 20 Grad. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt am Freitag allerdings bei 35%. Nachts sinken die Werte wieder auf 5 Grad ab. Jetzt wagen wir mal einen ersten Blick auf das kommende Wochenende. Und das sieht aktuell gar nicht so schlecht aus. Der Wind lässt nach, es soll viel Sonne geben und mit 16 Grad lässt es sich doch um die Jahreszeit ganz gut aushalten draußen. Drücken wir mal die Daumen, dass das Ganze so bleibt. Miteinander, füreinander. Die Sonne strahlt, die Geschäfte der Innenstadt haben wieder für euch geöffnet. Helft ihnen und schaut vorbei, denn die Geschäfte haben euch viel zu bieten. Unter www.einkaufenincrimma.de könnt ihr Einblicke in die Geschäftswelt gewinnen und euch damit auf euren ausgiebigen Shoppingtrip vorbereiten. Herzlichen Dank, dass Sie Ihren Einkauf aufgeschoben haben. Für Ihre Treue belohnen wir Sie. Nach der kleinen Zwangspause erhalten Sie aus unserem vielseitigen Sortiment im Go-In Ute Finsterbusch nach Wiedereröffnung ab 20. April beim Kauf von 3 Teilen auf das günstigste 50% Rabatt. Gern beraten wir Sie bei Ihrem Einkauf. Wir freuen uns auf Sie. Schützen Sie sich und vor allem andere. Mund- und Nasenmasken in sämtlichen Farbvariationen gibt es bei uns in der Langenstraße 3 zu kaufen. Das Stück kostet 6 Euro, Versand ist ebenso möglich. Dazu bitte unter der 03437 761050 anrufen oder eine Mail an info@muldentaltv.de schreiben. Ab Montag sind wir wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für Sie da. Mit tollen Neuheiten und aktuellen Angeboten. Schauen Sie gerne noch mal vorbei unter www.schneiders-geschenkideen.de.
Ob Haushaltswaren, Porzellan, Geschenke oder Gutscheine, da ist für jeden etwas dabei. Danke, dass Sie uns treu geblieben sind. Briefmarken kaufen und Pakete verschicken, das können Sie ganz einfach in der Postfiliale bei Muldental TV in der Langenstraße 3 in Grimma. Die neuen Medien sind aus der täglichen Kommunikation nicht mehr wegzudenken. Um mit den Bürgern auch auf anderen Wegen ins Gespräch zu kommen und um diese noch mehr einzubeziehen, stellt sich der Brandeser Bürgermeister Arno Jesse einmal monatlich in der Online-Bürgersprechstunde Ihren Fragen. Zu sehen live auf Facebook oder im Nachgang auf www.muldental.tv oder YouTube. Schicken Sie uns Ihre Frage gerne im Vorfeld an bürgerdialog@muldental.tv. Die Antwort gibt es in der Sprechstunde. Aktuell in der Corona-Situation wissen Sie ja, dass der Oberbürgermeister Matthias Berger immer dienstags die aktuellen Informationen hier bei uns verkündet. Astrid Sonntag war mit ihm im Gespräch. Liebe Zuschauer, wie jeden Dienstag und jeden Freitag haben wir wieder die aktuellen Corona-News für Sie. Herr Berger, schön, dass Sie auch diesmal wieder sich die Zeit genommen haben. Seit gestern gibt es einige Lockerungen. Da sind ganz viele Fragen und viele Unstimmigkeiten, die da so auftreten. Was können Sie denn allgemein dazu sagen? Ist richtig beschrieben von Ihnen, also mit der gestrigen Öffnung, Lockerung. Da sind auch viele Missverständnisse jetzt in den Raum getreten. Deswegen bin ich eigentlich heilfroh, um ein paar Dinge sagen zu können. Ich versuche mal, das zusammenzufassen an Fragen, welche ständig an uns herangetragen werden. Ich denke, die wenigsten unsere Bürgerinnen und Bürger werden eigentlich wissen, was genau passiert ist gestern. Eigentlich ist gestern 0 Uhr, also am 20.04. früh, nichts anderes passiert, als dass man jetzt keinen triftigen Grund mehr braucht, um vor die Tür zu treten. Bis dahin durfte man ja eigentlich gar nicht raus. So, jetzt können alle raus, aber es gelten sonst alle Regeln, Abstand, Mundschutz und so weiter. Ja, im Prinzip weiter. Wichtig auch der Mundschutz, muss ich klar nochmal sagen, vorgeschrieben beim ÖPNV und im Prinzip, wenn man einen Laden betritt. Wobei ich sagen muss, und das ist eigentlich mein Kritikpunkt jetzt, ich hatte das Gefühl, dass bisher die Sache einigermaßen stringent gehandelt wurde vom Bund und Land. Mittlerweile ist es so, aufgrund dieser Vielzahl von unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern, es herrscht aus meiner Sicht langsam Chaos. Also es gleitet wahrscheinlich auch in Kombination mit dem Frust der Leute langsam, die sind auch müde, sich da immer disziplinieren zu lassen, so ein bisschen jetzt in dieses Chaos ab, könnte passieren. Also das ist sehr unzufrieden, oder ich bin sehr unzufrieden, Beispiel zum Beispiel mit den Masken. Es kann doch nicht sein, dass jetzt Sachsen sagt, okay, ÖPNV ist Pflicht und in anderen Bundesländern ist es nicht. Das heißt, wenn Sie jetzt mit dem Zug von Berlin wahrscheinlich nach Bayern fahren, dann müssen Sie jedes Mal an der Landesgrenze Maske aufsetzen, Maske absetzen. Das kann ja nicht sein, das ist doch völlig unbefriedigend, da muss eine einheitliche Regelung her. Diese ganzen Ladengeschichten, hier kannst du bei uns in Grimma dürfen wir jetzt alle Läden aufmachen, die kleiner als 800 Quadratmeter sind, so. In anderen Bundesländern können größere sich entsprechend im Prinzip eingrenzen und auch öffnen. Mit den Baumärkten hatte ich letztens gesagt, also es ist eigentlich eine sehr unbefriedigende Situation. Es herrscht ein bisschen Chaos. Das darf nicht sein. Hier ist die Politik gefragt, klare Regeln zu schaffen. Sehr unbefriedigend, die Ausgangsbasis. Trotzdem habe ich mal versucht, aus dem Chaos so die wichtigsten Dinge mitzubringen, die unsere Leute hier in Grimma berühren. Ich fange mal bei den Kindergartengebühren an. Kindergartengebühren wahrscheinlich jetzt so, dass die Staatsregierung die übernimmt, das heißt die Eltern, die erlassen bekommen, während der Corona-Phase
vermutlich bis zum 3.5. Ja, werden wahrscheinlich all die, die im Prinzip jetzt ihre Kinder betreuen dürfen oder betreuen lassen dürfen, beziehungsweise alle anderen, nichts zahlen müssen. Das wird wahrscheinlich morgen konkretisiert. Zweiter Punkt ist, wer hat eigentlich überhaupt einen Anspruch, seine Kinder betreuen zu lassen? Dort gab es jetzt nochmal eine Umstellung. Wir haben ja dort mehrere Situationen. Es gibt also Berufsgruppen, Polizei, Medizin, die im Prinzip nur, wenn ein Elternteil quasi in den systemrelevanten Bereichen arbeitet, ihre Kinder entsprechend betreuen zu lassen. In der ersten Phase waren das in Grimma ca. 2-3%. Dann in der zweiten Runde, wo im Prinzip die Liste schon erweitert wurde, schoss das dann schon mal hoch auf 6-7%. Jetzt ist es ja nochmal erheblich erweitert worden. Jetzt dürften wir unter Schätzung so etwas unter 20% liegen. Das Problem ist nur, dass die Listen zwar erweitert worden sind, aber gleichzeitig ist ein bisschen Chaos gestiftet worden, dahingehend, dass in den Berufsgruppen, wo nur einer in dem systemrelevanten Bereich arbeiten muss, jetzt ein Nachweis erbracht werden muss, dass das andere Elternteil nicht in der Lage ist, das Kind zu betreuen. Das ist jetzt neu hinzugekommen. Ich frage mich nur, wie man das abgrenzen soll. Hier ist gesunder Menschenverstand gefragt. Ansonsten sind auch die Listen, die jetzt erstellt worden sind zur Betreuung der Kinder von beide Eltern müssen systemrelevant sein, auch ein bisschen willkürlich. Also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum zum Beispiel eine Postfrau im Prinzip in der Liste 2 steht. Das heißt, dort müssen beide Elternteile im systemrelevanten Bereich sein, weil gerade die ganzen Lieferdienste, egal ob das privater Dienst ist oder die Post, die sind extrem gefragt. Dort müsste man eigentlich die höchste Privilegierungsstufe annehmen. Jetzt hat man mittlerweile aber Mitarbeiter, die Gewerkschaftsfunktionäre, die gelten jetzt als systemrelevant und haben einen Kinderbetreuungsanspruch, wenn auch zweiter Kategorie. Also das wird mittlerweile auch so politisch alles ein bisschen genutzt. Das ist eigentlich ärgerlich. Für uns wird es dadurch nicht einfacher. Das muss ich ganz klar sagen. Für die Eltern, die jetzt unschlüssig sind, schaut in diese Listen rein. Wir beraten euch gern. Geht in die Kindergarteneinrichtungen. Es sind überall 2 Erzieherinnen vor Ort. Die Listen finden Sie wo? Und die Listen findet man im Internet. Das ist alles, denke ich, gut verfügbar. Im Zweifel bei der Stadt nachschauen. Das vielleicht zu den Kindergärten. Dann eine Sache, Handwerker. Die sind ja da auch relevant. Was gilt als Handwerker? Wer hat einen Betreuungsanspruch? Da gibt es auch verschiedene Anlagen. Ist alles gut runterladbar über unsere Homepage bzw. auch in den Ministerien. Da steht das auch nochmal drin. Wichtig vielleicht nochmal die Aussage, Walpurgisfeuer und der ähnliche Feiern nach wie vor untersagt, ganz klar. Familienfeiern sind weiterhin nicht gestattet. Beerdigung, Trauerfeiern, Trauung maximal 15 Personen. Das gilt weiter. Ausgangsbeschränkung aufgehoben, hatte ich schon gesagt. Dann häufig gestellte Frage Versicherungsbüros. Würden wir jetzt so interpretieren wollen, dass wir sagen, dürfen öffnen, weil kein direkter Kundenkontakt. Regeln der Hygiene sind aber zu beachten. Natürlich Maximalzahl an zutretenden Personen bzw. Mindestabstand. Es ist übrigens auch was Kurioses passiert. Und zwar hat man doch jetzt im Interesse der Vereinfachung, sehr oft, wenn die sagen, wir entbürokratisieren, dann wird es alles hochkompliziert. Ist auch diesmal passiert. Man hat jetzt Dinge zusammengefasst. Und im Ergebnis dessen, wenn man das in Ruhe durchliest, ist es jetzt so, dass der Außerhausverkauf für Gastronomen verboten ist. Was ja nicht so gut wäre. Dann hat man aber eine Allgemeinverfügung der Hygiene nachgeschoben. Und nach der ist es wieder erlaubt. Ich sage das deshalb, weil das häufig gefragt ist. Also immer bis zum Ende durchlesen, ja, wahrscheinlich alles durchlesen. Jetzt gilt im Prinzip die Allgemeinverfügung Hygiene, nach der man wieder verkaufen kann, weiter darf. Aber die Gastronomen, die werden hier langsam ein bisschen kirre gemacht, ist auch nicht gut. Die leiden ja, glaube ich, auch am meisten. Genau so. Also nochmal für die Gastronomen, nach unserer Interpretation im Prinzip, ihr könnt außer Haus weiter verkaufen. Lasst euch nicht irritieren, da ist diese eine Angabe da ein bisschen missverständlich gewesen. Ansonsten gilt natürlich für die Läden, ich hatte das schon gesagt, diese 800 Quadratmeter Geschichte, beziehungsweise man ist im Prinzip privilegiert, wie zum Beispiel Autohäuser, die dürfen wohl, glaube ich, auch größer sein, Buchläden dürfen größer sein, warum die anderen nicht, keine Frage, keine Ahnung, fragt mich bitte nicht, es ist so. Es sind auch in Sachsen ist verboten, dass diese Malls, sogenannten Malls aufmachen, bei uns wäre das das PEP. Dort dürfen eben nur diese kleinen Verkäufer wie Aldi, die so Lebensmittel verkaufen, dürfen aufmachen. Einzelne Geschäfte haben dort aber dann trotzdem offen. Alle anderen, die da drin sind, die dürfen nur öffnen, wenn sie von hinten begehbar sind und diese kleiner als 800 Meter erfüllen. Also wir müssen jetzt quasi immer kontrollieren, geh von hinten rein, Kunde. Also ich kann das bloß so transportieren, die Logik von vielen Dingen erschließt sich mir auch nicht, das muss ich ganz klar sagen. Aber ich habe mal versucht, die wichtigsten Dinge mitzubringen. Und die bin ich damit auch schon losgeworden. Vielleicht eins noch zur Maske. Da freue ich mich, großes Dankeschön. Wir haben einige tausend produziert.
die sind da. Wir haben da schon einige hundert rausgegeben. Ich freue mich aber, dass individuell, also es sind wenig Bürger jetzt bei uns vorstellig geworden, haben gesagt, ich möchte eine Maske haben. Die meisten haben sich selber genäht, solche Dinge, oder selbst organisiert. Das läuft eigentlich hervorragend, vielen Dank. Ich biete es aber nochmal ausdrücklich an, unten im Mehrgenerationshaus, sprich alte Feuerwehr, Frau Selzer ist vor Ort. Wer sich gar nicht anders helfen kann, kann im Prinzip sich dort eine Maske abholen. Aber es muss wirklich im Sonderbedarf sein. Ansonsten, es gibt überall Masken zu kaufen. Ich habe auch dem Gewerbeverein, der Anker Rüssel, 100 Stück vorbeigebracht. Also auch da kann geholfen werden. Wir wollten, dass das Leben relativ zügig, unproblematisch am Montag früh, sprich gestern, anläuft in den Läden. Und das, denke ich, hat auch soweit ganz gut geklappt. Also es gab da nirgendwo jetzt das große, berühmte Rumpeln. Ja, das vielleicht so aus meiner Sicht. Die generellen Dinge finanziell, wie geht es weiter, gerade im Bereich der Kommunen, keine Ahnung. Ich bin morgen in Dresden. Morgen Mittag gibt es eine außerordentliche Sitzung vom Städte- und Gemeindetag vom Präsidium. Da werden wir einige Dinge erfahren. Momentan geht es in die Richtung, dass wir das formal einiges aufgehoben werden soll. Aber auch uns Kommunen soll möglichst eben mit Krediten geholfen werden. Das ist natürlich unbefriedigend, weil uns ja Millionenbeträge jetzt mittlerweile ausfallen. Aber das Leben geht immer irgendwie weiter, das kriegt man geregelt. Wichtig ist erstmal, dass wir jetzt das Leben, das eigentliche primäre Leben hier am Laufen halten. Und da waren die Dinge, denke ich, die ich jetzt gebracht habe, hier einigermaßen entscheidend. Hilfreich, dass es weitergehen könnte. Dann schauen wir mal, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Wir sehen uns vermutlich am Freitag auch wieder an dieser Stelle. Mal sehen, was bis dahin passiert. Und ja, damit vielen Dank nochmal und da wünschen wir den Zuschauern einen schönen Tag. Aktuell möchten wir Sie auch wieder mit interessanten Neuigkeiten und Informationen rund um das Coronavirus aus medizinischer Sicht versorgen. Dazu stand uns wieder Frau Dr. Klingberg zur Verfügung. Die Infektionszahlen im Landkreis gehen aktuell zurück. Bund und Länder haben sich für Lockerungen der Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen entschlossen. Für Dr. Susanne Klingberg, Internistin aus Wermsdorf, eine gute Entscheidung. Ich finde, die Lockerungen sind ausgezeichnet, da man irgendwann wieder Normalität einziehen lassen muss. Und wir müssen natürlich schon mit einer neuen Infektionswelle rechnen. Aber die Infektionen, gerade auch im Landkreis, verlaufen sehr blande bei vielen Patienten, auch bei älteren Patienten, sodass ich denke, dass man nicht so viel Angst vor dieser Situation haben muss. Die allgemeine Verpflichtung, Mund und Nase beim Einkauf und im ÖPNV zu bedecken, findet sie in der momentanen Ausführung jedoch nicht gelungen. Wir sind ja an gewisse Regularien gebunden, etwa an die Mund-Nasen-Maske, die wir im öffentlichen Raum tragen sollen, sodass wir, denke ich, nicht so schnell durchseuchen. Ich finde diese Maskenpflicht schon nicht ganz in Ordnung, da ich denke, dass wir uns ja nicht schützen können mit dieser Maske, sondern nur die anderen schützen. Für mich würde es mehr Sinn machen, wenn die, die eine Erkältungskrankheit haben, egal wie wir die jetzt nennen, ob Influenza oder Corona oder Adenoviren-Infektion, dass man dann generell eine Maske tragen sollte, damit man die anderen Passanten, Einwohner, Mitmenschen nicht gefährdet. Trotzdessen ist das Tragen zurzeit Pflicht. Masken können an diversen Stellen gekauft werden, beziehungsweise gibt es eine Vielzahl an Anleitungen, um diese selbst zu nähen. Einige nutzen zurzeit auch Gummihandschuhe, um sich zu schützen. Das jedoch verstärkt das Risiko einer Infektion, wovon demnach dringend abzuraten ist. Durch das Tragen der Gummihandschuhe führt es zur Vermehrung von Erregern unter diesen Gummihandschuhen ganz schnell, gerade jetzt bei der Hitze. Es ist eher nicht sinnvoll, weil wir uns dann noch mehr gefährden. Hände sollen im Vorfeld gründlich gewaschen und damit desinfiziert werden. Die festgelegten Maßnahmen werden vermutlich auch noch länger andauern. Patente und valide Schnelltests sind zurzeit in der Entwicklung und werden vermutlich Mitte bis Ende Mai verfügbar sein. Von momentanen Angeboten dieser Art ist dringend abzusehen. Die Schnelltests sind nicht aussagekräftig,
sollte man davon Abstand nehmen, sich auch einzukaufen und dann einfach zu machen, weil diese Tests geben falsche Sicherheit. Die Entwicklung eines Impfstoffes wird ebenso noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Es wird ja lange und breit darüber diskutiert und in 4 Monaten haben wir einen Impfstoff. Dass das nicht so sein wird, war von vornherein klar, weil ein wirklich potenter Impfstoff, die Züchtung, die dauert einfach 2 Jahre über den Daumen und vor 2021 werden wir keinen Impfstoff haben, der uns vor diesem Virus schützt. Zwar gibt es Lockerungen, die je nach Entwicklung der Zahlen auch nach und nach angepasst und erweitert werden, sodass wir schrittweise wieder zur Normalität zurückkommen. Eingeschränkt werden wir aber wohl noch eine lange Zeit bleiben. Natürlich müssen wir auch über unsere regionalen Grenzen ein bisschen drüber wegschauen und wollen mal das ganze Land Sachsen betrachten und haben dazu Informationen aus Dresden aus dem Landtag uns beschafft. Bei uns im Studio war der CDU-Landtagsabgeordnete Zwent Gunnar Kirmes. Liebe Zuschauer, auch heute wieder haben wir aktuelle Corona-News für Sie. Diesmal aus Sicht des Landtages, da haben wir Herrn Kirmes bei uns. Schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank. Freut mich. Wir haben einige, viele Fragen aufgelistet und fangen einfach mal an. Wie hat sich denn Ihre Arbeit im Landtag verändert? Ja, das ist schon um einiges anders geworden. Man spricht so viel von Homeoffice und das macht es natürlich nicht einfach. Es gibt Phasen, wo man sich fragt, was liegt eigentlich jetzt an? Und dann überstürzen sich wieder die Ereignisse. Dann kommen enorm viele Anrufe oder E-Mails von Bürgern, die mit ganz speziellen Problemen kommen. Und ich glaube, dass wir dort einen Weg gefunden haben, tatsächlich auch auf solche Probleme zu reagieren, aktuell zu sein. Und der Vorteil ist natürlich, wenn man der Regierungskoalition angehört, dass man den direkten Zugriff über die Fraktion oder auch direkt zu den Ministerien hat, sodass man auch viele Detailprobleme heute lösen kann. Aber es ist keinesfalls einfacher geworden und es ist auch nicht weniger an Arbeit geworden als in den ganz normalen Zeiten. Für die Ausschussarbeit, für die Arbeit im Plenum und sonst was haben wir besondere Bedingungen. Dort sehen wir, dass wir so viel als möglich mit Abstand tun können und dass einige Sachen tatsächlich dann nur in Präsenz im Landtag passieren. Also ich fahre etwas weniger nach Dresden, aber die Arbeit hier vor Ort und aus dem Homebüro ist nicht geringer geworden. Aber wie funktionieren gerade die Abstimmungen, wenn man da auf Abstandshaltung und alles auch mit abstimmt? Wir haben ja beim letzten Plenum, wo es darum ging, diesen riesen zusätzlichen Kredit, also den Haushalt um 8 Milliarden hochzufahren, 6 Milliarden davon als neue Kreditaufnahme. Dort haben wir im Kongresszentrum gearbeitet, also wo wir mit sehr viel Abstand gesessen haben. Es war auch lustig, alle mit Mundschutz. Es war schon ein bisschen komisch dabei, aber wo dann so die Abstimmungen geführt worden sind. Und die andere Arbeit findet ja vorrangig erstmal in den Arbeitskreisen und in den Ausschüssen statt. Und da lässt sich natürlich viel über Videokonferenzen machen oder Petitionen gehen schriftlich ein. Die kann ich auch schriftlich erstmal bearbeiten. Also da gibt es schon kreative Möglichkeiten, sodass die Arbeit nicht stehen bleibt. Aber man muss natürlich auch sagen, dass wir uns auf die Schwerpunkte konzentrieren und derzeit nicht alle Anträge, die wir eigentlich einbringen wollen und die einzubringen sind, dann auch gleichzeitig mitbearbeiten können. Es gibt gerade sehr viele Informationen aus verschiedenen Blickwinkeln. Wie schätzen Sie denn die Zusammenarbeit mit Bund und den Kommunen ein? Naja, das ist ein mehrstufiger Prozess. Auf der einen Seite bin ich der Meinung, man muss viel vor Ort anhand der konkreten Gegebenheiten hier klären. Man muss auch da kreativ sein. Aber der Ruf, der berechtigte Ruf, muss ich sogar sagen, dass man möglichst einheitliche Regelungen im Bundesgebiet haben will, der bestand natürlich. Und insofern war es klug und war es auch wichtig, dass sich die Bundesregierung zusammen mit dem Ministerpräsidenten zu Kompromissen gefunden hat, die allgemeinverbindlich sein sollen und jetzt auch allgemeinverbindlich sind. Aber ich finde es trotzdem gut, dass es dann immer noch die Möglichkeiten gibt, gewisse Details in den Ländern zu regeln. Und genauso bin ich der Meinung, dass wir die Sachen, die kurzfristig entschieden worden sind, genauso kurzfristig, da muss ich einen Dank an die Verwaltung richten, vor Ort in Kreisen, in den Kommunen, umsetzen, um dort anhand der Gegebenheiten, wie sie in jeder Kommune sind, auch spezielle Regelungen zu treffen. Und da ist sehr, sehr viel zu tun. Und das bedarf ja nun nicht bloß des Handelns der Verwaltung, die Lehrer, die Kindergärtnerinnen, Müllabfuhr und alle, egal wer es ist, alle müssen dort mitspielen. Und da mein großer Dank. Und zu den vielen Danksagungen, die in letzter Zeit gekommen sind, muss ich mich natürlich auch bei unseren Bürgern bedanken, die wirklich in aller überwiegenden Maße sehr, sehr verantwortungsvoll in dieser Situation umgegangen sind.
Auch dafür gehört Dank und es ist ja doch eine ganze Menge zu erdulden, auch persönlich. Fällt uns in dieser ganzen Corona-Problematik dann nicht doch der Föderalismus auf die Füße? Weil hier darf ich in den Baumarkt gehen, dort darf ich das nicht. Sind doch ja, das ist aber dann eine sehr persönliche Betrachtungsweise, wenn ich mich eingeschränkt fühle, dass ich nun nicht in Baumarkt gehen kann und in Sachsen-Anhalt meinetwegen kann man gehen. Das ist ein Abwägungsprozess. Ich weiß nicht, ob uns der Föderalismus da auf die Füße fällt. Ich habe ja gerade gesagt, ich finde es gut, wenn wir zentrale Regelungen haben, aber wenn auch jedes Bundesland differenziert einzelne Regelungen anders treffen kann. Also es kam gestern Abend bei Anne Will auch die Frage, ja, warum die Möbelhäuser nicht? Und wir haben die Kirchen zum Beispiel jetzt in den Blick genommen, um auch der Religionsfreiheit in gewissem Maße auch wieder nachkommen zu können, das religiöse Leben wieder aufzubauen. Natürlich stellt sich die Frage, warum kann der Baumarkt und nicht das Möbelgeschäft? Aber man muss auch sortieren, dass man nicht so tut, als hätte man von vornherein wieder überall das normale Leben, was wir auch wieder haben wollen, sondern dass man sukzessive vorgeht und die Situation jeweils zeitnah beobachtet und bewertet. Sachsen hat als erstes Bundesland beim Einkaufen und im ÖPNV die Pflicht, einer Mund-Nasen-Bedeckung eingeführt. Bayern zieht ab kommender Woche nach. Warum stößt Sachsen hier hervor im Gegenzug zu den anderen Bundesländern? Ja, das ist auch so eine Frage. Wir sind der Meinung, die Bundesländer haben ja auch Krisenstäbe. Nicht nur im Bund gibt es den Krisenstab und die Beratung durch die Wissenschaft, sondern das haben wir hier auch. Und hier ist man zur Erkenntnis gekommen, dass erstens viele Bürger die Mund-Nasen-Masken oder den Mund-Nasen-Schutz schon anwenden. Und wir sind der Meinung, dass das auch ein taugliches Mittel ist, sowohl andere zu schützen, weil wenn ich jetzt hier niese, dann niese ich erstmal nur in mein Tuch, aber auch in gewissen Prozentsatz, wie die Wissenschaftler gesagt haben, auch einen Eigenschutz bekomme. Und ich glaube, dass wir mit solchen Maßnahmen vielleicht eher dazu kommen können, weitere Lockerungen zu bringen, wenn sich die Bürger auch in der entsprechenden Weise daran halten. Also ich finde das eine vernünftige Entscheidung. Jena hat es uns vorgemacht und für uns war das auch eine Blaupause, das so zu tun. Und ich denke, es werden auch andere nachziehen, wenn wir ja mit Vernunft, aber eben auch mit einer möglichen Öffnung weiterkommen wollen. Viele sagen sich jetzt aber, in den letzten Wochen konnte ich ohne Mundschutz einkaufen gehen, jetzt muss ich es auf einmal tun. Was ändert sich denn an der Situation? An der Situation hat sich nichts geändert. Ich habe ja gesagt, das ist eine ständige Bewertung. Von vornherein mit allen Maßnahmen, die wir im Verlauf erkannt haben, dass sie kommen könnten oder dass sie sinnvoll sind, gleich am Anfang zu starten, das hätte unser soziales und gesellschaftliches Leben noch mehr eingeschränkt. Und ich weiß auch nicht, ob das jedem so bewusst war, auch von den Wissenschaftlern, diese Empfehlung schon zu diesen Zeiten so da gewesen sind. Ja, es ist eine zusätzliche, eine neue Maßnahme. Auf der anderen Seite kommen aber auch gleich Lockerungen, die dadurch möglich sind. Ja, das Hetzte, Wennste, Wärste oder sowas, das ist dann immer schön. Die Retrospektive ist sowieso immer einfacher, als nach vorn zu schauen und vor allem in dieser Situation Verantwortung übernehmen zu müssen und Verantwortung übernehmen zu wollen. Und das ist bei der Vielfalt der Meinung, auch der wissenschaftlichen Meinung, nicht ganz einfach für die Politik. Blick in die Glaskugel. Müssen wir uns länger auf dieses Szenario einstellen? Was denken Sie? Ich glaube, ja. In der einen oder anderen Weise. Nicht in so einer extremen Form, wie wir sie jetzt haben, mit dem sogenannten Shutdown, wie es immer so schön bezeichnet wird. Ich glaube, ja. Ich glaube aber auch, dass viel von den Maßnahmen, die wir jetzt haben, in Fleisch und Blut übergehen, also die Hygienemaßnahmen, die immer wieder angeführt werden, meinethalb auch der Mundschutz. Aber solange der Virus nicht tatsächlich bekämpfbar ist, heilbar durch entsprechende Medikamente bzw. Impfungen, die möglich sind, solange müssen wir immer wissen, dass dieser neue Virus, der noch nicht erforscht ist, dass der existiert und dass es da auch gewisse Einschränkungen gibt. Geben muss, die entweder verordnet werden oder die ich mir auch selber auferlege. Das darf man immer nicht vergessen. Ich muss nicht immer warten, was der Fürst befiehlt, sondern ich muss auch wirklich sehen, was kann ich tun, was will ich tun, auch darüber hinausgehend. Die Fallzahlen sinken momentan. Ich glaube, in den letzten 2 Tagen keine Neuansteckung im Landkreis. Gibt es keine Befürchtung, dass die Stimmung irgendwann kippt? Ja, das ist natürlich schwierig. Je länger man zu Hause ist, und sehr unterschiedlich auch die Möglichkeiten sind. Also wenn ich als alleinstehende Mutter mit 3 Kindern zu Hause ist und vielleicht noch Homeoffice betreiben soll und die Kinder aber auch ihre Bedürfnisse viel mehr noch haben, weil man nicht rausgehen kann und sowas, das ist schwierig und das ist für die Stimmung insgesamt, aber auch für das persönliche Wohlempfinden natürlich nicht gut und nicht richtig. Aber die Ideen zum Beispiel, die jetzt sind, dass wir ab Mai möglichst Museen wieder eröffnen,
das ist eine zusätzliche Bildungsmöglichkeit, wenn Eltern das nutzen und ins Naturkundemuseum, ins Bildermuseum oder sowas gehen, auch ins Heimatmuseum gehen und sich damit mit ihren Kindern beschäftigen, auch Wissen faktisch damit vermitteln. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit. Ich hoffe auch, dass man baldigst bei dem schönen Wetter, gerade wie es jetzt ist, auch die Zoos wieder öffnen kann, dort, wo die Möglichkeiten sind, dass tatsächlich nicht Massenaufläufe passieren und sowas. Ich glaube, das ist wichtig. Das trägt doch für die Stimmung bei. Aber Stimmung ist auch ein persönliches Empfinden und alles wird man dort nicht klären können. Wie sieht es dahingehend mit Gaststätten und Hotels aus? Grundsätzlich kann man ja dort auch auf Abstand achten, aber kann ja, ja scheinbar noch eine Weile dauern. Das gehört in die Kategorie, was ich gesagt habe, man muss sukzessive jetzt an eine Öffnung herangehen. Man kann nicht von null jetzt wieder auf 100 gehen, sondern muss wirklich sehen, wie wirkt sich all das, was man jetzt an Lockerungen macht, mit den Einschränkungen, Mund-Nasen-Maske und Ähnlichem, wie wirkt sich das aus, um dann weitere Schritte zu gehen. Und es ist natürlich problematisch. Ich kann in der Gaststätte schlecht mein Bier mit Mundschutz trinken. Schwierig. Oder es ist ja auch die Frage der Bedienung, die dann an jeden Tisch kommt. Machen wir das mit Selbstbedienung dann künftig? Das ist also Gastronomie und Tourismus sind wirklich ganz, ganz hart betroffene, ein hart betroffener Wirtschaftszweig. Und deshalb gibt es ja Überlegungen, wie kann ich jetzt tatsächlich dort auch Entlastung bringen? Wobei wir auch immer sagen müssen, die Entlastungen sind notwendig. Das ist für unser Zusammenleben, für unser soziales Leben ganz wichtig, dass man eben auch wieder in eine Gaststätte gehen kann. Und dass dort in der Gaststätte, die wieder öffnen kann, bestimmt doch bloß die Hälfte der Kapazität künftig genutzt werden kann, um Abstandsregelungen einzuhalten. Aber all das Geld, was wir heute notwendigerweise, das will ich wirklich unterstreichen, notwendigerweise zur Verfügung stellen, als Hilfen, als Krediten, mit später Umwandlung vielleicht in Zuschüsse, wie wir es in Sachsen hier machen, dass all das Geld muss auch erwirtschaftet werden. Und das heißt nur für uns wieder als Abgeordnete, wir werden einen Haushalt zum Jahresende haben, an dem wir wahrscheinlich oder mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht das alles, was uns lieb und teuer in der Vergangenheit war, dass wir nicht alles in den Haushalt wieder bekommen werden. Das wird an der einen oder anderen Stelle schmerzliche Einschnitte geben. Und da werden wir sehr, sehr verantwortungsvoll damit umgehen können. Denn die Gelder müssen rein, die wollen wir nicht unseren Enkeln hinterlassen. Sondern wir wollen wirklich sehen, dass wir relativ bald wieder solche Verhältnisse bekommen, dass die Steuereinnahmen fließen, also wir auch Gelder haben für den Haushalt. Aber zum anderen, dass wir auch das, was wir heute an notwendigen Unterstützung geben, dass wir die auch bezahlen können. Kommen wir zum Thema Schule. Es gibt noch keine genauen Termine, wann alle Schüler wieder zur Schule können, müssen, dürfen. Angesprochen wurde auch hier schon von Herrn Schäuble eine Verkürzung der Sommerferien. Was denken Sie, wie es hier weitergehen wird? Also zum Thema Schule, das ist das Thema Föderalismus auch. Da haben die verschiedenen Bundesländer unterschiedliche Auffassungen. Unser Kultusministerium hat uns schon vor mindestens 14 Tagen vorgeschlagen, den Weg, den wir jetzt gehen wollen, also dass wir kein Notabitur machen, dass wir tatsächlich geordnet die Abschlussklassen jetzt heranbekommen, dass wir dann als nächstes sehen, dass die vierte, fünfte Schule, also wo Bildungsempfehlungen sind, dass die dann herankommen, um auch den Schulen die Möglichkeit zu geben, tatsächlich auf Hygiene, auf Abstandsregelungen ja, zu achten und diese auch umsetzen zu können. Das wird schon schwierig genug sein. Ob um 14 Tage die Ferien zu verkürzen, uns wirklich was bringt. Also wir haben in Sachsen dazu bisher keine Diskussion, dass wir das machen wollen. Und ich glaube, unser Kultusministerium will es auch nicht dabei. Wobei wir vielleicht durch den dieses Jahr späten Ferienanfang auch noch Möglichkeiten hätten. Aber ich denke nicht, dass man in einer Hauruck-Aktion, weil ich dann ja auch nicht alle Schüler in dieser Zeit wieder mit dran bekomme, dass das uns so viel bringen würde. Die Vorschläge, die gekommen sind, dass man sich bei so geteilten Unterricht mit kleineren Klassen auf Schwerpunktfächer konzentrieren sollte, ich finde die richtig, aber es ist auch nicht unproblematisch, wenn ich jetzt Sport vielleicht oder Musik kürze, was ohnehin ja bisher schon auch mit in der Diskussion war, um andere Fächer zu bringen. Also auch hier wird es wieder Diskussionen geben, aber ich denke, das ist der Weg, dass wir das Grundlagenwissen, dass man die Schwerpunktfächer verstärkt wieder an den Start bringen sollte, dass das wichtig ist. Was wird mit den Kindergärten? Die Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen müssen, können nicht arbeiten. Aber auch für die Kinder ist die Situation nicht leicht, wenn sie nicht in der Gemeinschaft spielen können. Das ist ein Riesenproblem für die Kinder, auch für die Entwicklung von den Kindern. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Mutti, die mit mehreren Kindern alleine zu Hause ist, ist automatisch überfordert, weil sie nicht all das an Spielen, an Kontakten und sonst was den Kindern bieten kann, wie wenn sie mit ihren Freunden, Freundinnen in der Kindergartengruppe spielen können und dort lernen gemeinsam.
Auch hier haben wir zumindest jetzt eine weitergehende Öffnung, dass also wenn auch einer nur in solchen Schwerpunktberufen arbeitet, dass wir auch dort mehr Möglichkeiten wieder am konkreten Fall auch gemessen eröffnen wollen, um Kinder wieder in die Kindergärten zu bringen. Das ist schwierig. Und die Diskussion darum, ob die Kinder nun hauptsächlich als Überträger gelten können oder ob die es nun gerade nicht sind, sind in der Wissenschaft sehr unterschiedlich. Und ich glaube, die Politik hat die Aufgabe, nach dem sichersten Weg zu suchen. Und das ist mit Problemen verbunden. Und ich glaube, die sind auch im Blick, sodass ich hoffe und auch wirklich denke, dass wir baldigst auch dort wieder eine schrittweise Öffnung hinbekommen. Aber momentan liegt der Schwerpunkt wirklich auf den Schulen, dass wir dort sukzessive klarkommen und danach das andere. Sie sind vorhin schon kurz darauf eingegangen, es gibt wirtschaftliche Auswirkungen auf die Städte und Gemeinden und auf den Freistaat, die auch alle noch nicht abzusehen sind. Wie geht Sachsen damit um? Ja, wir können auch nur so damit umgehen. Also wir jetzt als Abgeordnete, die zum Beispiel dieses Riesenkreditvolumen 6 Milliarden, das ist immerhin ungefähr ein Drittel unseres Haushaltes, den wir jetzt haben, den wir zusätzlich aufgenommen haben, als Corona-Haushalt, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen. Das ist wirklich schwierig und auch noch nicht zum Ende abzusehen, weil das hängt ja alles auch von den Steuereinnahmen, mit der Verteilung Bund, Länder bis zu den Kommunen. Aber ich denke, dass auch hier Abstimmungen jeweils getroffen werden zwischen der Staatsregierung und zum Beispiel mit den Vertretungen der Kommunen oder der Landkreise, SSG und Landkreistag, wo man hier Möglichkeiten findet oder sucht und findet, um hier tatsächlich auch eine Unterstützung für die Kommunen zu bringen. Das wird ein Abwägungsprozess jeweils sein, das werden auch Kompromisse sein, die ja gemacht werden müssen, aber das Problem, dass tatsächlich die kommunalen Haushalte, so wie der Landeshaushalt leidet, natürlich nach unten die kommunalen Haushalte, und dort wird es immer ganz konkret, wenn ich das ein oder andere Projekt nicht machen kann. Also ich will das nicht unterschätzen, aber da müssen Abstimmungen geführt werden. Und dann glaube ich aber auch, dass die jeweiligen Stadtverordneten oder Gemeindevertreter, dass die auch kreative Lösungen finden und Schwerpunkte setzen können. Und hier ist man tatsächlich im Land und mit den Kommunen im dauerhaften Gespräch. Und ich meine auch, und das möchte ich vielleicht noch hinzufügen, dass wir auch diesen Blick in Richtung der Forderungen, die zum Bund gehen, auch formulieren. Und da denke ich, dass unser Ministerpräsident auch eine ordentliche Ansprache in Berlin hält. Möchten Sie abschließend den Bürgern in Sachsen noch was mitgeben? Ja, den Bürgern in Sachsen kann man nur mitgeben. Ich habe mich vorhin bedankt dafür, dass man wirklich sich an die Maßnahmen hält, dass man auch versucht, so gut wie es geht, Ruhe zu bewahren, Vernunft zu bewahren, auch nicht jedem Facebook-Beitrag, der wieder mit einer neuen Idee kommt oder eine völlig andere Betrachtung damit in den Raum gestellt hat, dass man nicht jedem folgt. Manchmal sollte man es gar nicht lesen, weil man doch darüber nachdenkt, und dass man so viel als möglich Vernunft walten lässt. Und dann kann ich unsere Bürger nur auffordern, mit konkreten Problemen, die sie haben, an ihre Verwaltung, aber durchaus auch an mich als Abgeordneten zu gehen. Und dort, wo wir Lösungsmöglichkeiten finden können, dann werden wir sie auch finden. Wir haben in unserer Fraktion einen riesen Fragenkatalog zusammengetragen. Inzwischen sind es 190 Spezialprobleme, die da sind, wo jeder zugreifen kann von uns, um dann auch schnelle Antworten zu geben. Und ich denke, da sind wir recht gut aufgestellt. Und viel Optimismus ist heutzutage gefragt, auch wenn es in der einen oder anderen Situation doch heute schwerfällt und wenn viele, viele Fragezeichen bleiben werden. Damit bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Liebe Zuschauer, das war mal der Blick aus Sicht des Landtages oder eines Landtagsabgeordneten. Hoffen wir mal, dass das alles irgendwann wieder in geregelte Bahnen verläuft. Wir gehen davon aus, auch wenn wir uns darauf einstellen müssen, dass wir gewisse Erfahrungen aus dieser Krise tatsächlich dann auch in den ganz geregelten, ganz normalen und freudigen Alltag künftig übernehmen sollten. Danke. Vielen Dank. Miteinander, füreinander. Die Sonne strahlt, die Geschäfte der Innenstadt haben wieder für euch geöffnet. Helft ihnen und schaut vorbei, denn die Geschäfte haben euch viel zu bieten. Unter www.einkaufenincrimma.de könnt ihr Einblicke in die Geschäftswelt gewinnen und euch damit auf euren ausgiebigen Shoppingtrip vorbereiten. Hallo!
Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. Viele Momente im Leben wurden oft über Jahrzehnte liebevoll auf Videos oder Schmalfilmen aufgenommen. Doch all das kann irgendwann einmal unwiederbringlich verloren gehen. Sichern Sie sich daher jetzt Ihre ganz persönlichen Momente und Erinnerungen für die Zukunft und lassen Sie sich Ihr Videomaterial digitalisieren. Egal ob VHS, Mini-DV, DV, Hi8 oder Super-8-Kassetten, einfach bei Muldenthal TV in der Langenstraße 3 in Grimma abgeben und bei der nächsten Familienfeier gemeinsam mit Freunden und Familie die alten Erinnerungen auf DVD anschauen. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Schützen Sie sich und vor allem andere. Mund- und Nasenmasken in sämtlichen Farbvariationen gibt es bei uns in der Langenstraße 3 zu kaufen. Das Stück kostet 6 Euro, Versand ist ebenso möglich. Dazu bitte unter der 03437 761050 anrufen oder eine Mail an info@muldenthaltv.de schreiben. Tja, den einen oder anderen Elternteil gehen wahrscheinlich langsam die Ideen aus, was man zu Hause mit den Kindern jetzt noch anfangen soll. Da haben wir etwas für Sie. Wir haben mal ein bisschen gekramt in unseren Archiven und aus dem Jahr 2008 einen wundervollen Basteltipp des Kreativhaus Zieglers für Sie entdeckt. Lassen Sie sich mitnehmen auf einen Rundgang durch unsere neu gestalteten Räume. Zu unserem Haus- und Hoffest hatten wir ganz verschiedene Aktionen zum Zuschauen und oder Mitmachen. So zum Beispiel Makramee-Ketten mit Perlen aus Holz oder Acryl und Satinkordel in vielen Farben und Variationen, immer passend zur jeweiligen Sommergarderobe. Die Designerin Karin Immer, vielen vielleicht schon bekannt, modellierte wieder tolle Sachen aus Fimo. Manchem vielleicht auch noch bekannt unter dem Namen Suchalin. Ein Traum von einem Feldblumenstrauß in Öl vor dem Verblühen auf Leinwand festgehalten. Selbstverständlich gab es auch wieder leckeren Kuchen und Kaffee aus kontrolliert biologischem Anbau. Malen mit Wolle. Unter diesem Motto zeigte Frau Kriegel-Bunk ihre filigranen Kunstwerke. Mitmachen war auch hier angesagt. Die Frauen vom Handarbeitskreis aus Trebsen zeigten alte Sticktechniken und wunderschöne Arbeiten, die in unzähligen Stunden unter fleißigen Händen entstanden. Auch beim Klöppeln konnte man nicht nur zuschauen. Und zu guter Letzt noch ein Tipp. Am 21. Juni zum Mittsommerfest in der Grimmaer Altstadt können Sie diese schicken Schals in nur 15 Minuten selbst häkeln. Diese und andere Aktionen werden vor und in unserem Geschäft zu erleben sein. Und Sie sind schon heute dazu herzlich eingeladen.
Weiter geht es mit etwas für unsere Kinder. Wir haben wieder ein Märchen. Detlef Rothe liest es und es geht diesmal um das kleine Schweinchen. Ja, hallo liebe Kinder, wieder mal aus dem Studio und wieder mal ganz alleine. Heute habe ich eine Geschichte mitgebracht von einem Buch, das noch gar nicht veröffentlicht ist. Das hat der Anton Soja und geschrieben und die Oksana Baturina hat die Bilder dazu gemalt. Das heißt Seebär, das kleine Schweinchen. Und ich finde eine sehr, sehr feine Geschichte, die im Wunderhaus Verlag erschienen ist. Der Bauernhof lag zwar nicht am Meer, aber immerhin an einem großen See. Der war so groß und tief, dass man ihn glatt für ein Meer halten konnte. Vor allem, wenn man ein ganz normales Schweinchen war und wohl nie das echte Meer sehen würde. Das Rote und das Schwarze Meer, das tiefblaue Mittelmeer und sogar das eiskalte Polarmeer. Sie alle waren unerreichbar, genau wie die wogenden Wellen und Schaumkronen, die Delfine, Haie und Piraten, die haushohen Kreuzfahrtschiffe und die kreischenden Möwen. Am See quakten bloß Enten, aber das Schweinchen stellte sich vor, es seien Möwen. Wäre es nicht auf einem Bauernhof geboren worden, sondern in einem kleinen Fischerdorf, dann hätte es sicherlich Kapitän werden können. Es wäre am Steuer seines Schiffes um die Welt gesegelt und hätte nach unerforschten Ländern und Inseln und Piratenschätzen gesucht. Doch so blieben ihm nur der See, seine Freunde und unerfüllbare Träume vom großen, weiten Meer. Vom Meer hatte ihm eine Wildgans erzählt. Im letzten Sommer hatten die Bauersleute sie mit einem verletzten Flügel im Wald gefunden. Sie nahmen sie bei sich auf, nannten sie Grey und pflegten sie gesund, damit sie im nächsten Herbst gemeinsam mit ihrem Schwarm in den Süden fliegen konnte. An den langen Winterabenden erzählte Grey den anderen Tieren von Walen, Haien, tollkühnen Kapitänen. Unglaublich, was man beim Flug über den Ozean so alles zu sehen bekam. Die Hühner, Schweine, der alte Hund und die Kuh hörten Greys Seemannsgarn nur mit halbem Ohr zu. Aber die Küken, der Hundewelpe Chow und das Schweinchen waren vom Meeresfieber angesteckt. Am wissbegierigsten war das kleine Schweinchen. Es löcherte die Wildgans mit Fragen, die sie geduldig beantwortete. Und obwohl es eigentlich Ham hieß, wollte das Schweinchen ab jetzt lieber Seebär genannt werden. Irgendwann ging der Winter vorbei. Nach ihm kam ein herrlicher Frühling und dann ein zauberhafter Sommer. Der wilde Grey war wieder kräftig genug, um sich auf die Suche nach seinem Schwarm zu machen. Es tat ihm sogar ein bisschen leid, denn er hatte das neugierige Schweinchen ins Herz geschlossen. Doch Ham blieb auf dem Bauernhof zurück und in seiner Fantasie erlebte er auf hoher See die aufregendsten Abenteuer. Ham wuchs zu einem klugen und prallen Schweinchen heran. Er badete für sein Leben gern. Von morgens bis abends schwamm er mit Chow, den Enten und Gänseküken um die Wette. Bald konnte ihn keiner mehr einholen. Sogar Wasserbomben machte er. Er nahm Anlauf, sprang hoch, zog die Beine an und platschte dann mit voller Wucht ins Wasser, sodass eine riesige Fontäne aufspritzte. Hams Lieblingstrick war die Bootstour. Er schwamm zum Steg, drehte sich auf den Rücken und tutete dröhnend mit dem Rüssel: »Willkommen an Bord! Das Dampfschiff Seebär bringt Sie zu unbekannten Ufern!« Die fröhlich piepsenden Küken stellten sich ordentlich in einer Reihe auf und hüpften wie flauschige kleine Sonnenkugeln mutig auf Hams weichen rosa Bauch hinab. Dann fuhren sie auf dem Dampfschiff über den See, bis die Bäuerin sie alle zum Essen rief. Ham liebte Essen fast genauso sehr wie Schwimmen. Und wie es sich für einen richtigen Seebären gehörte, hatte er meist einen Bärenhunger. Das dicke, fröhliche Schweinchen brachte die anderen oft zum Lachen, bis der heiße, trockene August kam und mit ihm Ika, die Enkelin der Bauersleute.
Sie kam nicht allein, sondern mit ihrem neuen Haustier, der Katze Liz, die kein einziges Haar am Körper hatte. Die älteren Tiere kannten Ika schon aus dem Vorjahr und begrüßten sie. Die älteren Tiere kannten Ika schon aus dem Vorjahr und begrüßten sie herzlich. Ein nettes Mädchen, ziemlich klein und dünn und immer mit einem Buch unter dem Arm. Die nackte Katze dagegen gefiel ihnen überhaupt nicht. Die nackte Katze dagegen gefiel ihnen überhaupt nicht. So eine schamlose Großstadtgöre, die soll sich mal was Ordentliches anziehen, dachten sie, schwiegen aber wohlweislich. Nur Ham platzte unbedacht heraus. »Du Arme, bist ja ganz abgemagert. Du bist wohl krank, dass dir das ganze Fell ausgefallen ist. Aber mach dir nichts draus. Hier draußen an der frischen Luft und mit unserem guten Futter wächst das schnell wieder nach.« Die selbstverliebte Liz schüttelte sich entsetzt. »Nein, danke. Ich sehe ja, wie es bei dir wächst, vor allem der Bauch. Das ist doch peinlich. Und merkt euch, ihr Landeier, das heißt nicht abgemagert, sondern elegant. Ich bin nämlich ein berühmtes Model. Kapiert?« »Die ist aber komisch«, dachte Ham. »Kaum da, schon zankt sie rum. Naja, vielleicht ist sie nur müde von der Fahrt.« Dafür kraulte das nette Mädchen ihm den Rücken. Chao sprang aufgeregt um Ika herum und leckte ihre Hand, aber Liz fauchte ihn an und verpasste ihm eine Ohrfeige, dass er rücklings ins Gras purzelte. Und als Ika den Welpen trösten wollte, miaute Liz so fürchterlich, dass Ika sie schnell wegtragen musste. Am nächsten Morgen gingen Ham und seine Freunde schwimmen. Das Schweinchen hoffte, dass sich auch Ika und die Katze zu ihnen gesellen würden. Dann könnten sie alle lustig im warmen Wasser gemeinsam planschen. Aber Ika blieb am Ufer stehen und schaute den Tieren nur traurig beim Baden zu. Ham konnte ja nicht wissen, dass sie Angst vor dem Schwimmen hatte, seit sie einmal bei einem Sprung ins Schwimmbecken unglücklich gelandet war und fast ertrunken wäre. Seitdem steckte sie keinen Zeh mehr ins Wasser. Ika hatte eine Tüte voller Leckereien dabei und bald war nur noch der unermüdliche Ham im See. Alle anderen umringten Ika, die großzügig Süßigkeiten verteilte. Liz saß auf ihrem Arm und schnurrte dazu. Aber wenn Ika die Sprache der Tiere verstanden hätte, wäre sie sicher verblüfft gewesen, was ihr Liebling da von sich gab. »Schämt ihr euch denn gar nicht, dass ihr euch mit diesem fetten Schwein abgebt?« fragte Liz. »Ihr könnt natürlich nichts dafür. Ihr seid eben hinterwäldlerische Landeier und wisst es einfach nicht besser. Klar ist es lobenswert, dass das Schwein sich mit dem ständigen Baden den Dreck abwaschen will. Aber Schwein bleibt Schwein. Ihr dagegen seid alle so sauber und flauschig und duftet so gut. Wisst ihr, dass das Wichtigste im Leben die Wahl der richtigen Freunde ist? Euer Netzwerk, versteht ihr? Natürlich nicht. Ihr auf dem Dorf habt ja gar keine Ahnung vom Leben. Also, ihr seid im Moment mit einem grunzenden Ferkel befreundet, das in einer Pfütze rumprustet. Und ich mit einem netten Mädel und einer Tüte voller Süßigkeiten. Wir haben noch viel mehr für euch dabei. Aber wenn ich euch noch einmal mit dem Dickwanz sehe, verbiete ich Ilka, eure Freundin zu sein. Kapiert?« Zu ihrer eigenen Verwunderung nickten die Küken und sogar Chao, während sie eifrig kauten. Sie verstanden aber gar nicht, was für eine Gemeinheit da vor sich ging. »Richtig so«, freute sich Liz über ihren einfachen Sieg. »Ham ist dumm und dreckig und er stinkt. Außerdem futtert er euch alles weg. Er ist ja viel dicker als ihr alle zusammen.«
Aber die Schweine bekommen doch ihr eigenes Futter, wunderte sich ein Gänseküken. Was weißt du, Schlaumeier, schon, keifte Liz. Er macht das natürlich nachts, heimlich. Die ganze Schwimmerei ist ja nur dazu da, damit ihr tief und fest schlaft. Das weiß doch jeder, dass Schwimmen müde macht. Er trickst euch aus. Der Welpe machte große Augen. Aber Hemm ist unser Freund. Wie kann er nur? Schweine sind ebenso. Sie tun so, als wären sie eure Freunde. Und in Wahrheit futtern sie alles weg. Hemm denkt bestimmt auch gerade darüber nach, wie er am besten an die restlichen Süßigkeiten kommt. So ein Schwein, piepsten die Küken aufgeregt. Euer Glück, dass wir jetzt da sind. Die Katze reckte sich und zeigte die Krallen. Ich weiß, was wir gegen diese Schweinerei unternehmen. Wir werden Hemm boykottieren. Boykottieren, boykottieren, brüllten die Tiere. Was ist das? Fragte Chow. Von Boykottieren habe ich noch nie gehört. Die sind doch nicht gefährlich, oder? Nein, Boykottieren heißt, dass ab jetzt niemand mehr mit ihm redet, erklärte Liz. Das hat er auch verdient, riefen die Küken. Wir lassen uns nicht mehr austricksen. Währenddessen stieg Hemm völlig ahnungslos aus dem Wasser. Voller Vorfreude auf das leckere Essen lief er zu seinen Freunden. Doch die flauschigen Küken stürzten sich auf ihn, zischten böse und pickten und zwickten ihn überall. Chow drehte ihm den Rücken zu und tat so, als würde er nichts sehen. »Au, au«, quiekte Hemm. »Was ist denn los? Ich bin's doch, euer Seebär.« »Seebär!« Dass ich nicht lache. Ein vollgefressenes Meerschweinchen ohne Haare bist du, maunzte Liz. Sie genoss ihre Rache. Geh weg. Wir sind nicht mehr deine Freunde und ertrink nicht vor Kummer in einer großen Pfütze. Wir brauchen dich nicht. Ika sah erstaunt zu, wie die Küken, die gerade noch einträchtig Kekse gepickt hatten, sich jetzt ebenso einträchtig auf das Schweinchen stürzten. Hemm ließ den Kopf hängen und trottete betrübt davon. Geizhälse, dachte Ika. Doch dann wurde sie von einer riesigen grünen Libelle abgelenkt. Sie lief ihr hinterher und die feigen Tiere folgten ihr. Hemm blieb ganz allein am See zurück und konnte nur mit Mühe die Tränen zurückhalten. In Grays Erzählungen halfen edle Seeleute den Schiffbrüchigen, Delfine retteten Menschen vor Haien, alle an Bord hielten zusammen und der Kapitän verließ als letzter das sinkende Boot. Gemeinheiten gab es dort nicht. Und der Seebär war völlig ratlos, was er nun tun sollte. Sein Schiff war leck und sank. Doch er hielt das Steuer weiter fest in der Hand. Schon seit einer Woche sprachen seine Freunde nicht mehr mit ihm und taten, als sei er Luft. Sie folgten Ika und Liz auf Schritt und Tritt, futterten Kekse und hörten sich Geschichten über das süße Stadtleben an. Hemm schwamm alleine im See. Seinen Eltern sagte er nichts davon. Denn echte Seebären rennen doch nicht gleich wegen jedem bisschen zu den Eltern, oder? Nur Chow kam manchmal zum Baden vorbei. Dabei sah er sich ständig nervös um und bellte: Sei mir nicht böse, weißt du, ich muss doch Ilka bewachen. Auf diese nackige Tante höre ich gar nicht. Meine Mama sagt, Katzen darf man nicht trauen. Ich bin nicht böse, Chow. Seebären sind nie böse.
Und weinen tun Sie auch nicht. Mir ist nur etwas Wasser ins Auge gekommen. Grüß alle von mir, sagte Ham und wandte sich schnell ab. An einem furchtbar heißen Tag saß Ika mit den Tieren auf dem Steg am See und las eine Pferdegeschichte. Die Leckermäule lauschten mal wieder Liz Geschichten, dösten vor sich hin und sahen heimlich Ham beim Schwimmen zu. Ohne mich läuft ja keine Modenschau. Ständig klingelt das Telefon, das ist richtig nervig, tönte die Katze. Und während ich hier in eurem Nest versauere, steht das kulturelle Leben in der Stadt ohne mich völlig still. In der Ferne tauchte Ham und ließ wie ein kleiner Wal eine Doppelfontäne hochspritzen. Ciao und die Küken seufzten leicht. In der Ferne tauchte Ham unter und ließ wie ein kleiner Wal eine Doppelfontäne hochspritzen. Ciao und die Küken seufzten leise. Mit dem Schweinchen war es ja viel lustiger und Kekse hatten sie auch langsam satt. Vielleicht war Ham ja gar nicht so gemein. Plötzlich verdunkelte sich der Himmel und ein übermütiger Wind kam auf. Er pustete Ilka den Hut vom Kopf und ließ ihn vor sich hertanzen. Als sie hinterherrannte, schwappte vor ihr eine große Welle über den Steg. Ika rutschte aus, fiel ins Wasser und versank sofort. Auf den dunklen Wellen blieben nur ein kurzer Aufschrei und ein unseliger Hut zurück. Oh, was für ein Schreck! Auf den Schrei hin kamen Ikas Großeltern herbeigelaufen, Liz miaute entsetzt und schlug die Krallen in die nassen Planken, Ciao bellte verzweifelt, traute sich aber nicht, in die wilden Wellen zu springen, die Küken drängten sich laut piepsen aneinander, nur der Seebär blieb ruhig und schwamm flink wie ein Delfin herbei. Ika war schon fast am Grund angekommen, da wurde sie plötzlich von einer unbekannten Kraft wieder hochgezogen. Als sie die Augen öffnete, erblickte sie vor sich Hams lustige Schnauze. Ika hielt sich an ihrem Rettungsschwein fest und Ham buxierte sie sicher ans Ufer. Hinter ihnen kämpfte sich der Welpe tapfer durch die Wellen. Im Maul hielt er den Strohhut. »Ham hat mich gerettet, habt ihr das gesehen? Er ist ein richtiger Held!« schluchzte Ika aufgeregt, während ihre erleichterten Großeltern vor Freude weinten. »Ich dachte, ich ertrinke, aber er hat mich hochgezogen und wir sind zusammen geschwommen!« Zu ihren Füßen saß das freudestrahlende, stolze Schweinchen, umringt von seinen glücklichen Freunden. Nur Liz blieb abseits. Sie runzelte die Stirn und überlegte angestrengt, wie sie die Situation noch zu ihren Gunsten drehen könnte. Aber ihr fiel einfach nichts ein. Der Bauer trug die klatschnasse Ika nach Hause, damit sie sich umziehen konnte. Der Wind ließ bald nach, die Sonne kam wieder hervor und lächelte allen verschwörerisch vom blauen Himmel zu. »Hört mal, Leute«, rief Ciao. »Schluss mit dem Boykott. Unser Seebär ist ein echter Held. Und wir? Wir waren total gemein zu ihm. Wir haben uns für ein paar Kekse kaufen lassen. Verzeih uns bitte, Ham. Es tut uns wirklich leid.« »Ja, verzeih uns«, piepsen die Küken im Chor. »Schuld ist diese listige Liz. Sie ist schlau und dazu noch ein Model. Und wir? Wir waren so dumm und haben uns von ihr austricksen lassen.« »Schon vergessen. Seebären sind nicht nachtragend. Los, lasst uns baden. Willkommen an Bord!« Ham sauste ins Wasser und die übrigen Tiere folgten ihm mit viel Radau. Liz schaute sich mit zusammengekniffenen Augen das bunte, fröhliche Treiben im Wasser an und sagte: »Dämliche Landeier, mit denen habe ich meine Zeit verplempert.« Aber eigentlich war sie bloß neidisch, denn so viel Spaß
hatte sie zuletzt als Katzenbaby mit ihren Geschwistern gehabt. Am nächsten Morgen stand Ika schon mit der Sonne auf, weckte ihre Großeltern und erklärte: Ich habe noch eine ganze Woche Zeit, um schwimmen zu lernen. Aber Ika, mein Kind, du hast doch Angst vor dem Wasser und gestern wärst du fast ertrunken, staunte die Oma. Aber Ika sagte: Macht euch meinetwegen Sorgen, nur bitte vom Ufer aus. Da stört ihr mich nicht. Mit Häm habe ich im Wasser keine Angst. Er ist ja wie ein Delfin, genauso schlau, lieb und er schwimmt wie ein Fisch. Das will ich auch können. Liz bleibt aber besser im Haus. Sie badet nicht so gerne. Zusammen mit Häm lief Ika ohne Furcht ins Wasser. Chao raste wild bellend hinterher und dann tobten und planschten sie mit den Küken herum. Ika hatte so viel Spaß, dass sie gar nicht bemerkte, wie sie auf einmal schwamm. In einem Moment lieferte sie sich noch mit Chao und Häm eine Wasserschlacht und im nächsten Moment stieß sie sich schon mit den Füßen vom Grund ab, bewegte Arme und Beine wie der Welpe und schwamm. Ein unvergleichliches Gefühl. Das Wasser war warm und gar nicht mehr furchterregend. Und neben ihr schwamm das glückliche, grunzende Schweinchen. Ikas letzte Woche auf dem Bauernhof flog vorbei wie ein einziger herrlicher Sommertag. Sie war ständig im Wasser und wurde zusehends kräftiger und fröhlicher. Aber schließlich kam der Tag des Abschieds. Nach dem Frühstück schob Ika ihren blitzblank gegessenen Teller beiseite und verkündete: Ich möchte Häm gerne mitnehmen. Ihr könnt dafür Liz haben. Wollen wir tauschen? Ihr Opa räusperte sich überrascht. Eigentlich hatten wir für Weihnachten schon andere Pläne mit ihm. Die Oma stieß ihm in die Rippen. Ja, aber weißt du, eine Stadt ist nichts für so ein Ferkel. Da gibt es keinen See, nur Pfützen und schmutzige Becher. Doch so leicht gab sich Ika nicht geschlagen. Ich gehe mit ihm ins Schwimmbad und wir haben auch eine Badewanne. Aber na gut, ihr habt ja recht. Er bleibt wohl besser hier und ich komme in den Ferien besuchen. Aber ihr dürft ihn nicht weggeben. Auf keinen Fall, freute sich ihre Oma. Nimm doch Chao mit. Der ist ganz verrückt nach dir. Dann hat deine Katze doch auch etwas Gesellschaft. Unter dem Tisch stieß Liz einen schrecklichen Schrei aus, aber die dämlichen Menschen hielten ihren Protest für einen Jubelschrei. Am Ende kam Ikas Vater, um sie abzuholen. Während er sich zum 100. Mal die wunderbare Geschichte vom Rettungsschwein anhörte, warteten außer dem Rollkoffer noch zwei Transportboxen darauf, ins Auto geladen zu werden. In der einen saß die traurige Katze, in der anderen der fröhliche Welpe. Ika kniete sich vor Häm hin, umarmte das verdutzte Schweinchen und flüsterte ihm ins borstige Ohr: Ich komme wieder. Und in den Weihnachtsferien fliegen wir mit dir ans richtige Meer. Kannst du dir das vorstellen? Oh ja, das konnte Häm. Endlich würde sein sehnlichster Wunsch wahr werden. Ach ja, fast hätte ich's vergessen. Die ist für dich. Ika nahm die Kapitänsmütze ab, die ihr der Vater mitgebracht hatte, und setzte sie dem Schweinchen auf. Und versprich mir, dass du bis zum Winter nicht mehr so viel wächst, sonst passt du nicht ins Flugzeug. Verstanden? Ha! Ha, ha! Giftete Liz, die ihr leises Gespräch mit angehört hatte. Häm versprach es. Er nickte ernst und sah dabei mit seiner Kapitänsmütze aus wie ein echter Seebär. Drücken wir ihm ganz fest die Daumen, dass er das Meer sieht. Denn Träume sollen in Erfüllung gehen, wenigstens manchmal. Auch wenn man es nicht für möglich halten würde. Ich freue mich auf die nächste Woche mit einer neuen Geschichte
Was ich lese, weiß ich noch nicht. Aber ihr könnt ja auch vielleicht mal schreiben, was ihr gerne hören möchtet. Wäre doch auch was. Bis dahin, bleibt gesund und wenn ihr rausgeht, denkt dran, lieber eine Maske zu viel aufsetzen, als eine zu wenig. Passt auf euch auf. Tschüss. Zurzeit sieht es ja mit öffentlichen Sportveranstaltungen auch nicht so gut aus und es wird sicherlich noch eine Weile dauern, bis das wieder alles so stattfinden kann, wie wir es von früher kennen. Um es aber nicht ganz in Vergessenheit geraten zu lassen, wie das alles so war, zeigen wir Ihnen jetzt regelmäßig auch Sportveranstaltungen der vergangenen Jahre. Diesmal eine aus dem Jahre 1999 und zwar war das das Osterreiten auf dem Roten Vorwerk. Am Samstag war am Roten Vorwerk mal wieder tierisch was los. Der Grund war das vom Reitverein West End Village organisierte Reit- und Springturnier. Angereist waren Reiter und Pferde aus ganz Sachsen und Thüringen. 133 Pferde nahmen an den insgesamt 10 Einzelprüfungen teil. Je nach Leistungsstand wurden die Wettbewerbe ausgetragen. Zuerst mussten die Einsteiger ihr Können unter Beweis stellen. Bis 14 Uhr konnten sich die Zuschauer ein Bild vom Leistungsstand auf dem Gebiet Dressur machen. Geritten wurden hauptsächlich junge Pferde bis zu 4 Jahren. Da man bei Pferden erst im Alter von 3 Jahren mit dem Trainieren beginnt, war es für viele der edlen Tiere das erste Turnier in ihrem Leben. Nun war es die Aufgabe der Reiter, das Pferd trotzdem im Griff zu haben. Einige zeigten eindrucksvoll, wozu sie imstande waren und lieferten eine fehlerfreie Vorstellung ab. Ab 14 Uhr ging es nicht mehr nur um Punkte, sondern auch um Zeit. Die Reithalle wurde für die Springprüfungen hergerichtet. Nun hieß es, den Parcours in der schnellstmöglichen Zeit zu durchreiten und dabei so wenig wie möglich Fehlerpunkte zu bekommen. Das West End Village konnte mit diesem Tag sicherlich zufrieden sein. Und auch nächstes Jahr werden zu Ostern wieder zahlreiche Teilnehmer erwartet. Ja, herzlich willkommen im virtuellen Kaufhaus hier bei uns bei Muldental TV. Natürlich haben wir wieder wunderbare Einkaufstipps für Sie und wir fangen gleich mal mit dem Essen an. Sie wissen ja, so eine Corona-Pandemie geht auch durch den Magen und das wollen wir auch weiter genießen. So haben wir zum Beispiel Informationen von der Fleischerei Hahn und das Nostalgie-Café, das ja momentan nicht öffnen kann, hat auch was ganz Interessantes für Sie. Also ich bin die Dagmar Hahn. Von der Direktvermarktung Christian Hahn, also der Christian ist mein Mann. Und wir führen hier einen Familienbetrieb mit Landwirtschaft. Wir haben hier Mutterkühe und Mastschweine und verkaufen dann in unserem Hofladen und in unseren Filialen in Grimma und auf unseren Verkaufsautos verkaufen wir unsere Produkte, die jetzt direkt von unserem Hof kommen. Also wir stellen alles selber her, unsere Tiere. Wir haben hier unsere Verkäuferin, die hier tagtäglich sich mühen und unseren Kunden jeden Tag alles frisch und gut anbieten. Und jetzt gerade in dieser schweren Zeit muss man das besonders hervorheben, dass sie tagtäglich sich hier mit unseren Kunden, die gut betreuen und die Situation super meistern. Dafür möchten wir uns recht herzlich bedanken. Natürlich auch die Männer, die in der Fleischerei arbeiten und alles gut zurecht machen. Das ist auch eine sehr schwere Arbeit. Ja, dafür möchten wir Danke sagen. Und unseren Kunden natürlich, die uns immer noch treu zur Seite stehen. Und bei uns gerne und viel einkaufen. Also ich bin hier Verkäuferin bei der Frau Hahn. Wir sind auch für die Kunden immer da. Bedienen sie gerne, wir sind auch freundlich und machen alles möglich, wenn sie irgendwie einen Wunsch haben. Wird alles erfüllt, soweit es geht. Ja, also nach wie vor sind unsere Öffnungszeiten nicht eingeschränkt. Wir freuen uns darüber, dass wir nach wie vor unseren Kunden die breite Palette unserer Produkte anbieten können. Ja, was sehr schön ist, draußen vor dem Laden ist immer eine große Ansammlung der Kunden, aber
Die Zeit wird dort nicht lang, denn die können über unseren Betrieb schlendern und die Tiere angucken. Wir haben hier sehr viele Kälbchen gerade, großes Kälberaufkommen und ja, da schauen die Kunden gerne rein. Auch in Krimma haben wir unser breites Angebot und wir liefern täglich unsere Ware frisch. Und dort können Sie auch von früh um 8 bis abends um 6 durchgehend unsere Produkte kaufen. Auch auf den Verkaufsautos. Die Wochenmärkte sind für die Lebensmittel wieder geöffnet. Hallo, mein Name ist Daniela Hosfeld. Ich bin die Betreiberin vom Nostalgie-Café in Grimma. Auch wir sind ja von der Schließung der Gastronomiebetriebe betroffen und haben uns jetzt überlegt, einfach von freitags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr Ihnen was Gutes zu tun, ein Stück Torte und einen Kaffee to go, wo Sie sich an die Mulde setzen können und Ihr Stück Kuchen genießen können, bei dem tollen Wetter natürlich. Wir bieten hausgemachte Torten, hausgemachte Kuchen an. Verschiedene Feierlichkeiten können Sie bei uns buchen. Wir haben Dinnershows mit dem Roy Reinger. Wir machen Kabarettabende, Geburtstagsfeiern, Jugendwein, Hochzeiten aller Art. Sie können bei uns Brunch buchen, wie es Ihnen beliebt. Wir organisieren Ihre Feier. Nutzen Sie das schöne Wetter ganz einfach. Holen Sie sich ein schönes Stück Torte bei uns auf die Hand und bleiben Sie gesund. Und meine Damen und Herren, wir sollen uns ja unbedingt weiter bewegen und Sport treiben. Deshalb heißt es jetzt auf zum Fahrrad Wels. Und wir haben natürlich auch etwas zum Thema Sport für Sie. Wenn wir schon nicht zur Sportveranstaltung gehen dürfen, dann wollen wir wenigstens richtig Fan bleiben. Und das geht mit dem Fanshop Rosenberg. Guten Tag, mein Name ist Jörn Hensel. Ich bin Inhaber des Fahrradgeschäftes Bernd Wels Fahrräder in der Bahnhofstraße 35. Leider sind auch wir von der Schließung der Geschäfte betroffen. Allerdings ist es uns gestattet, Werkstatt- und Serviceleistungen durchzuführen. Also wenn Sie ein Anliegen mit Ihrem Fahrrad haben, können Sie gerne auf uns zukommen. Wir sind von 9 bis 18 Uhr erreichbar, über E-Mail oder über Telefon. Bleiben Sie gesund und immer mobil. Hallo, mein Name ist Karin Rosenberg. Ich bin die Inhaberin des Fanshop in Grimma, Lange Straße. Unser Sortiment beinhaltet Fanartikel der ersten und zweiten Bundesliga. Wir haben eine Auswahl an Teamsportausstattungen, Sportbekleidungen und Schuhe für die verschiedenen Sportarten. Und des Weiteren haben wir den Service. Wir machen die Beflockung für Vereine, sprich Vereinslogo, Vereinsname und Spielernummern sowie für Jubiläen aller Art. Liebe Lauffreunde, der diesjährige Muldentaler Städtelauf ist ja nun leider ausgefallen im April aufgrund der Corona-Krise. Wir haben uns aber gleich bemüht, einen neuen Termin zu finden. Und der Termin, das war mir sehr wichtig, das durchzugeben, wäre der 20. September 2020. Die Anmeldeliste behält ihre Gültigkeit und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie an diesem Lauf teilnehmen würden. Bleiben Sie alle schön gesund bis zu dem Lauf am 20. September.
Des Weiteren bieten wir auch Gutscheine an. Diese können Sie im Muldental TV in der Langen Straße sowie in der Drogerie Dornisch in der Brückenstraße erwerben. Und wenn Sie möchten, gern auch telefonisch. Wir sind gern für Sie bereit. Und bis dahin freuen wir uns auf ein Wiedersehen nach der Krise. Wir wünschen Ihnen alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund. Wenn schon Krise, meine Damen und Herren, dann gehen wir schön durch die Krise. Und das können wir selbstverständlich bald wieder beim Friseursalon Hairstyle in der Hohenstädter Straße. Und wie wir uns noch schöner machen, das sagt uns das Barpro Kosmetikstudio in einem 5-Minuten-Schönheitstipp. Viel Spaß dabei. Hallo, ich bin die Ulrike Möbius und ich bin die glückliche Inhaberin des Friseursalons UM Hairstyles. Sie finden uns zu Beginn der Hohenstädter Straße. Wir sind ein kleines, zweiköpfiges Team und dürfen jetzt nun wieder ab dem 4.5. öffnen. Wir sind darüber sehr froh. Wir haben nämlich erst ab 1.11. letzten Jahres eröffnet und haben dadurch ja jetzt nun schon unsere erste harte Probe hoffentlich jetzt bestanden und freuen uns, Sie wieder hier ab Anfang Mai bei uns begrüßen zu dürfen. Gern nehmen wir auch jetzt schon Terminanfragen entgegen. Sie erreichen uns über unsere Facebook-Seite oder über Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse u.m.hairstyles@web.de oder Sie rufen einfach auf unseren Anrufbeantworter an. Den hören wir regelmäßig ab und würden uns sofort umgehend bei Ihnen melden. Nach der Wiedereröffnung müssen auch wir gewisse Sicherheitsmaßnahmen einhalten. Wir orientieren uns da am Zentralverband des Deutschen Handwerks für Friseure. Dieser sieht vor, dass wir Mundschutz tragen müssen, Friseure auch wie Kunden, und dass auch nur die Dienstleistung erfolgen darf am gewaschenen Haar, aber nur direkt im Salon, weil da ist nur gewährleistet, dass auch die Maßnahmen oder die Sicherheit gewährleistet ist. Gern zu erwähnen sind auch unsere Angebote. Wir bieten auch typorientierte Strähnen und Farbtechniken an, sowie Damenhaarschnitte, Herrenhaarschnitte im klassischen wie im modernen Stil, Kopfmassagen, Handmassagen in entspannter Atmosphäre, sowie Brautstyling, Make-up, immer eine Typberatung mit dazu, denn das gehört einfach zu einer kompetenten Arbeit eines Haarstylisten dazu. Und gern stehe ich mit meinem Fachwissen Ihnen zur Verfügung, um auch für jedes Haarproblem die geeignete Lösung zu finden. Hier in meinem Salon wenden wir nur ökologisch bewusste Produkte für Sie an. Die können Sie natürlich auch für zu Hause bei uns erwerben. Besondere Angebote daran sind Literflaschen, die im praktischen Pumpspender zu Ihnen nach Hause kommen können. Somit sparen Sie nicht nur eine Menge Geld, sondern auch eine Menge Plastikmüll. Unsere Produkte sind aus zertifiziert biologischem Anbau. Hauptbestandteile sind grüner Tee, Aloe Vera, Teebaumöl oder Ginsengextrakt, um nur einiges zu nennen. Ich bin sehr stolz darauf, so eine Produktlinie zu führen. Das ist einfach der Zahn der Zeit. Und was mir besonders am Herzen liegt, auch für Sie und Ihr Haar, ist einfach, dass dort überhaupt keine Silikone, Parabene oder Mikroplastiken verarbeitet sind. Und auch, dass die Produkte vegan und tierversuchsfrei sind. Darüber bin ich sehr happy. Zu guter Letzt möchten wir uns natürlich recht herzlich bei allen Stammkunden bedanken, die uns jetzt gerade in dieser verrückten Zeit so tatkräftig unterstützt haben. Unterstützungen jeglicher Art sind uns entgegengekommen. Da möchte ich wirklich nochmal 1000 Dank sagen. Das hat uns wirklich sehr gut weitergeholfen und wir hoffen natürlich, dass wir euch jetzt dann auch wieder bei uns im Salon begrüßen dürfen. Auch alle Neukunden, die jetzt neugierig geworden sind, heißen wir natürlich herzlich willkommen hier im Salon UM Hairstyles. Bis bald!
Hallo liebe Zuschauer, hier bin ich wieder, eure Christine Leudl-Fischer vom Baubo-Institut in Grimma an der Frauenkirche. Danke für euer positives Feedback für das vergangene Video. Freut mich, dass es euch gefallen hat. Heute habe ich euch was Besonderes mitgebracht, weil heute möchte ich meine Frühlingszaubertruhe der Kosmetik für euch öffnen und euch ein paar Tipps zu, wie mache ich meine Haut im Frühling schöner? Ich habe gerade keine Zeit ins Studio zu gehen. Oder was macht die Kosmetikerin zurzeit gerade bei mir oder welche Behandlung wäre für mich im Frühjahr am effektivsten? Und darüber möchte ich euch gerne was erzählen. Ja, die Behandlung, die im Frühjahr bei uns am meisten gebucht ist, ist die Mikrodermabrasion. Und hier seht ihr die Mikrodermabrasion als Gerät. Was macht die denn eigentlich? Die Mikrodermabrasion macht eine kontrollierte mechanische Abtragung der Haut, weil ihr kennt das sicherlich auch so nach dem Winter. Man steht wieder vorm Spiegel, schaut sich an und denkt sich, huch, Füße, ja, Fußpflegerin könnte mal richtig sein. Nagellack macht das alles hübsch. Und im Gesicht, wie fasst sich das an? So ein bisschen wie ein an der Luft getrocknetes Frottee-Handtuch oder doch so schön glatt und geschmeidig wie eine Oberfläche an einen schönen gespritzten Schrank, also irgendwas schönes, glattes? Oder merkt ihr das auch, da sind viele Pickelchen, viele Unterlagerungen, wenn ich so hier drüber greife. Welche Behandlung dann bei uns im Institut hier am meisten gebucht wird, das ist die Mikrodermabrasion. So, ich mache es jetzt mal an. Also ich habe hier einmal kontrolliert auf die Haut geschossene Mikrokristalle und die werden dann per Vakuum wieder abgezogen. Das Ganze sieht dann so aus. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Na, seht ihr es, wie so ein Puder sieht das aus? Kommt das hier drauf? Ich zeige es nochmal. Und dann wird das Ganze natürlich mit dem Pinselchen wieder abgetragen. Und wenn ich dann hier drauf greife, das war jetzt nur eine kurze Demonstration, damit ihr seht, was passiert. Und bei was macht Mikrodermabrasion? Das kommt dort zum Einsatz im Prinzip, wo ich Poren verfeinern will, wo ich genau diese Unterlagerungen nach oben holen will, wo ich Falten und Linien verflachen möchte, weil dann arbeitest du kurmäßig und dann wird dieser Abtragungsprozess der Haut einfach in kürzeren Abständen, also einmal die Woche oder alle 10 Tage, kommt dann der Kunde zur Behandlung und es wird abgetragen. Alles verstanden? Das wäre der Tipp. Als Nachbehandlung, wenn wir mit der Mikrodermabrasion fertig sind, kriegt jeder Kunde von uns dieses wunderbare Nachbehandlungsset mit nach Hause. Hier hast du eine 4-fach Hyaluronsäure drin, um die Haut gut zu durchfeuchten, weil deine Haut hat jetzt einfach Durst nach dieser Behandlung. Hier hast du deine Creme, die du abends aufträgst, Phytomoss-Extrakt, regt die Regeneration an und macht die Haut stabil gegen Umwelteinflüsse. Und hier hast du unser tolles Overnight-Peeling, dazu erzähle ich dir gleich noch was. Und unseren Lichtschutzfaktor, damit deine Haut gut geschützt ist, die nächsten Tage nach der Mikrodermabrasion. Quadratisch praktisch gut, alles zusammengefasst in einem 7-Tage-Kit für einen unschlagbaren Preis. Gibt es bei uns immer mit dazu, damit auch alles safe ist und die Behandlung komplett ist. Das Overnight-Peeling kannst du natürlich auch zu Hause nehmen. Wenn du jetzt sagst, ich habe keine Zeit zur Behandlung zu gehen, dann ist das für dich das Peeling über Nacht, was du zweimal die Woche aufträgst und was dir auch sanft die Verhornung löst. Und es ist, ich nenne es immer das Peeling für Faule, weil es muss einfach nur aufgetragen werden. Haut abreinigen, Peeling für Faule, unser Overnight Peeling, auftragen, ins Bett gehen, schlafen, morgens aufstehen und merken, wow, Haut fasst sich nicht mehr an wie das harte Frottee-Handtuch. Und du möchtest deine Haut unterstützen, noch die nächsten Tage, oder dass deine Haut fit und vital für den Frühling wird, dann nimm unser Active Night Fluid, weil das macht
durch schwarzen Trüffelextrakt dir eine schöne, vitale Haut und dass du diesen schönen rosigen Teint kriegst, den wir uns alle jetzt im Frühling wünschen. So, das war es. Schnell und kompakt. Meine Frühlingstipps von mir aus dem Barbour-Institut hier in Grimma. Du willst mehr wissen? Nimm unsere Homepage unter www.kosmetik-grimma.de. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, das war sie auch schon wieder, die aktuelle Ausgabe des Regionalmagazins. Es war sehr, sehr schön, dass ich bei Ihnen sein durfte. Es geht allerdings bei uns jetzt weiter, also nicht abschalten. Wir zeigen Ihnen wieder einen Gottesdienst und die Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters von Wurzen. Kommen Sie gut über die restliche Woche.